Und ich gehe halt auch regelmäßig zu Fridays for Future. Das letzte Mal war ich hier in Köln, weil der in Bonn nicht war. Ja, und ich versuche auch halt weniger Plastik zu benutzen und ich bin auch vegan halt. Da verkaufen Menschen etwas und wie nennt man das? Handel, Tauschhandel. Der wurde vor 400.000 Jahren erfunden. So, und was passierte da? Stell dir vor, du wärst jetzt mit Mutter vor 400.000 Jahren und du hättest eine Tochter. Wenn es um Ernährung geht, wie würdest du mit ihr umgehen? Jetzt vergleiche das mit einem Händler, der aus 30 Kilometer Entfernung kommt, der vielleicht irgendwelche Nahrungsmittel, die Vorläufer der Süßigkeiten und so weiter mitbringt. Und jetzt überleg mal selber, wie ist deine Beziehung zu deiner Tochter, wenn du an die DNS denkst und die Weitergabe der DNS denkst? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Also wie ich denke, dass sie mit mir quasi zu tun hat, oder? Also sie lebt bei dir am Körper, ganz natürlich, ganz zwanglos. Und du zeigst ihr, was sie essen kann und nicht essen kann, oder? Ja, das würde ich schon machen, ja. Und wenn du ihr jetzt einen giftigen Pilz zeigst, dass sie den essen könnte, was würde passieren? Naja, wahrscheinlich würde sie vergiftet werden. Und was wäre dann mit deiner eigenen DNS passiert? Verstorben dann? Also sie wäre quasi dann verschwunden. Ausgestorben wie die Dinosaurier. Weil dann, wenn deine Tochter nicht überlebt, weil du sie selbst vergiftest, dann stirbt sie aus. Also bist du programmiert, die Tochter richtig zu beraten. Gut, gute Nahrung, ja? Leuchtet das ein? Quasi dann weiter zu, um die eigene DNS dann quasi weiter zu verbreiten. So sind wir Menschen gebaut. Wir wollen unsere eigene DNS transportieren, haben diesbezüglich einen gewissen DNS-Orgeismus. Die Mutter kümmert sich darum, dass sie gute Nahrung findet und sie gibt ihrer Tochter nur die beste Nahrung. Ja, kann man nachvollziehen, ja. Und was ist aber mit dem Händler los? Was hat der für ein Interesse? Der Händler möchte natürlich handeln und das Beste für sich quasi rausschlagen. Seine Kinder wohnen 30 Kilometer entfernt. Hat er ein Interesse an deiner Tochter? Hat er ein Interesse an deiner Tochter? Wahrscheinlich nicht. Er möchte wahrscheinlich seine eigenen Kinder dann weiter durchbringen. Und wenn er dir jetzt deiner Tochter sozusagen Leckereien bringt, die aber mit Zucker gesüßt sind, wie es ja heute üblich ist, und deine Tochter dann krank wird vielleicht auf Dauer, dann ist ihm das wichtig oder egal? Wahrscheinlich ziemlich egal. Wie dann wahrscheinlich auch den ganzen großen Firmen. Ja, genau. Und jetzt merkst du, wir sind schon bei heute. Wir sind jetzt schon bei heute. Das heißt, die großen Firmen haben null Interesse daran, was aus dir wird, aber auch, weil wir es zulassen. Wir erlauben es doch, dass der Rewe uns Müll verkauft und wir messen nicht unsere Gesundheit und so weiter. Also wir lassen diese Wirtschaft so laufen, wie sie ist. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sage. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Es ist ja auch nicht nur bei Lebensmitteln so, es ist bei sehr vielen Sachen so. Zum Beispiel Klamotten, da werden andere Menschen ausgebeutet. Jetzt nicht unbedingt wir. Oder bei Medikamenten, die quasi dann einen letztendlich auch wieder nur krank machen. Also quasi in den USA gab es gerade einen Fall, da hat ein Pharmakonzern, guck immer, dass du gut zu sehen bist, ein Pharmakonzern hat angeblich 200.000 Menschen umgebracht, indem er die alle opioid-süchtig gemacht hat. Ich kann es nicht nachprüfen, es war Fernsehen, Arte. Ja? 10 Fernsehberichte habe ich gesehen. Ob die stimmen, weiß ich nicht. Aber es war die Behauptung, ein Pharmakonzern hat die Ärzte falsch instruiert, hat gesagt, bei jeder Kleinigkeit könnt ihr diese Tabletten nehmen. Und dann sind die alle süchtig geworden und dann waren denen irgendwann die Tabletten zu teuer. Und dann sind die heroinsüchtig geworden, sind da 200.000 Menschen gestorben. Und der Präsident Trump hat einen Notstand für die Region ausgerufen. Und der Pharmakonzernchef ist nicht im Gefängnis gelandet. Ja, wahrscheinlich, weil diese Pillen waren ja nicht illegal sozusagen, aber ja. Die Praxis war natürlich ruinös, das war mörderisch, aber man konnte es ihnen nicht so richtig beweisen, also landet er nicht im Gefängnis. Und das ist unser Wirtschaftssystem. Ja, sowas ist schlimm. Also ich verstehe auch nicht, warum so viele Menschen sich auch gar nicht darüber informieren, wo ihre Sachen, die sie kaufen, quasi herkommen. Also.
ist halt nicht einfach. Und das heißt, du hast es auch schon angedeutet im Medizinsystem, ja? Kriegt, wenn dein Arzt dir jetzt mit unterhaltsamen Gesundheitskursen, Sportkursen, Ernährungskursen, Tanzevents und so weiter helfen würde, dass du dich gesund ernährst, dass du vegan dich ernährst, gesund lebst, Sport machst, fit bist und nie krank wirst, kriegt er dafür im jetzigen System eine Belohnung? Nein, kriegt er nicht. Also man wird ja auch beim Arzt quasi dann immer, einem wird ja geraten, Milch zu trinken wegen Kalzium, obwohl das halt gar nicht wirklich von Kühen kommt. Obwohl es eventuell sich eher krank macht. Ja, genau. Also in Milch sind mehr schädliche Produkte als in anderen Lebensmitteln, die Kalzium enthalten. Also ich denke, also viele machen das halt nur, weil sie Profit machen wollen und nicht, weil sie wirklich wollen, dass die Menschen gesund werden. Und das ist das Dilemma, gell? Dass also jeder der Beteiligten im Moment im Gesundheitswesen mehr Geld verdient, wenn du häufig krank wirst und finanziell quasi bestraft wird, wenn du nicht krank wirst. Ist doch verrückt. Schon, ja. Also sowas will man auch gar nicht unterstützen letztendlich. Man weiß halt nie genau, was man dann, also anfangs weiß man dann nie genau, was man machen will. Und viele sind dann, glaube ich, auch zu faul, sich dann quasi zu informieren und gehen dann einfach. Jetzt kommen wir zu den zweiten Scientists for Future 2, Initiative Weltrat, diesen 24 besten Professoren der Erde. Was hältst du von der Idee, dass wir den Arzt in Zukunft dann am meisten Geld geben, wenn du nie krank wirst, deinem Hausarzt, und etwas weniger, wenn du häufiger krank wirst, damit er ein Interesse an deiner Gesundheit entwickelt? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Konzept. Hört sich plausibel an. Und was müssen wir mit dem Lebensmittelhändler machen? Denn der versucht dich ja zu verführen zu Cola, zu Fleisch und zu anderen Produkten, mit denen man große Profite macht. Wie wäre es, wenn wir dem auch aus der Kranken, wenn wir den ins Gesundheitswesen einziehen, wenn wir den ins Gesundheitswesen mit reinziehen und ihm von der Krankenkasse dann viel Geld ausschütten, wenn die Kunden, die bei ihm häufig einkaufen, gar nicht erst krank werden? Das ist auch eine ziemlich gute Idee. Ich fände